So, hallo, ihr kleinen Sahneperlen. Heute gibt es mal wieder Backpack Battles direkt aufgenommen. In Backpack Battles hat sich einiges getan. Wir haben ein paar Items, die ich noch nicht so richtig kenne, die ich noch nicht so erkundet habe. Wir werden schauen, ob das Ganze funktioniert, ob ich die craften, also der Rainbow Gubert, kennen wir schon. Aber das Item fehlt mir noch. Hier fehlen mir noch ein paar Tränke. Wir schauen also rein, wie das Ganze funktionieren wird. Das Game ist ja in meiner großen Stärke quasi aufgebaut. RNG. Ja. Glück, Pech, Frieden, Liebe, alles Dinge, die ich nicht kenne. So, wie machen wir es aber? Doppelschwert zu Beginn ist immer ganz geil. Damit würde ich mal starten. Doppelschwert hat eine gute Option, früh Wins zu holen. Gegen das Ding wird es ein bisschen hart. Aber sonst ist gut. So, jetzt haben wir hier eine sehr günstige Variante. Die Torch, wie gesagt, eine kleine Spaßwaffe, muss man fast schon sagen. Ist nicht leicht, sie gut einzusetzen. Aber wie mache ich sie an, ist die große Frage. Wie macht man die Torch an? Ich glaube, der Drache kann das. Double Torch spielen finde ich ein bisschen knifflig. Weil On-Hit-Chance ist, ja, ist nett, aber sehr schwach. Wir probieren es trotzdem mal und schauen, wohin uns das Ganze bringt. Medium-Verbrauch ist schon ein bisschen unangenehm. Oh, wait, das Ding, ah, nee, das war richtig. So, der wirft mit Stein nach mir. Das kann man gewinnen, aber es ist ein bisschen RNG, ob der Schild triggert oder nicht. Ein günstiges Schwein nehmen wir immer mit. Dann noch ein bisschen Platz. Das könnte unser letzter Loose werden. Und dann wird aber gewonnen, du. Ach, ist wieder so ein Schild. Ne? 35% Chance, quasi automatisch zu gewinnen. Ist unangenehm. Macht den Anfang nicht schön. So, ist einfach so. So, jetzt verschmilzt das miteinander. Der hier. Ist ja die Frage, ob wir Double Torch spielen oder nicht. Oder ob die Torch nur ein Übergang ist. Ah, das ist der Gubert. Leute, der Gubert, der ist schon geil. Der Gubert ist schon eine geile Sau. Leider. Ich hätte es auch gern anders. But he is what he is. Wir machen mal so. Und dann ist das so Double Banana. Und dann haben wir da oben jetzt. Oh, das ist ein billiger Schild. Oh, der ist ein Schnapper. Das ist ja die Frage, ob wir das Ding dann noch spielen. Aber die mag ich eigentlich sehr, die Waffe. Sie ist plus vom Scaling her sehr schwierig und sie ist sehr teuer. Schwierig, teuer. In allen Aspekten unangenehm. So, der hat hier so ein Stachelschild. Das müsste für uns der Instant Death sein. Stachelschild mit Gift ist für uns nicht schaffbar. Wieso habe ich das reserviert, wenn ich das jetzt verschmelze? Das war extrem dumm. Holy shit. Okay, wir nehmen jetzt den Schild. Der Schild ist eine Banger-Weapon. Der Schild ist eine absolute Giga-Waffe. Nur die wenigen wissen das. Nur die wenigen? Nur die wenigsten. Nur die wenigen wissen das. So. Und dann habe ich jetzt hier noch eine Banana übrig. Wir nehmen mal das Ding mit. Die Banane müssen wir jetzt... Ne, die müssen wir schon liegen lassen. Also Gold brauche ich auf jeden Fall. Und das ist bisher absoluter Shit. Also wir brauchen auf jeden Fall Waffen, die das Spiel für uns gewinnen können. Ihm geht es auch nicht besonders gut. Aber er hat zumindest einen Besen, dessen AD gesteigert wird. Was ihm witzigerweise nichts gebracht hat. Oh mein Gott, da würde ich kotzen. Da würde ich wirklich speien. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier übel viel Rabatte. Wir haben hier sehr viele Rabatte. Zu viele.
Was soll ich mit diesen ganzen Rabatten machen? Also das muss ich, glaube ich, holen. Ich habe überlegt, so ein... Alter! Es ist schon not bad, irgendwie. Das ist schon irgendwie not bad, was hier passiert. Also das werden wir auf jeden Fall locken. Die Karte weiß ich auch noch nicht. Die Karte will ich auch mal locken, weil ich will das Neue sehen, actually. Ich will auch sehen, was da quasi neu ist. Wir nehmen mal Double Banana, weil wir haben trotzdem zu hohen Verbrauch. So, die Torches. Die Torches steigern sich natürlich auch vom Schaden her. Aber gegen Spikes habe ich null Chance. Jetzt haben wir etwas sehr Wichtiges gefunden. Und zwar die zweite... Zweite Banane. So, wir machen mal so hier. So, wir müssen es leider so machen. Okay, und nächste. Also jetzt müssen wir gewinnen. Sonst wird's scheiße. So, wir debuffen schon. Also wir machen schon mal das ganze Gift weg. Er hat unangenehm viel Lifesteal, aber es reicht nicht aus. So, ich glaube, wir müssen critten. Das ist ein Zeichen. Die Frage ist, ist das worth? Oh, das ist auch ein billiges Buch. Scheiße. Das ist ein sehr, sehr billiges Buch, Leute. Das ist ein sehr, sehr billiges Buch. Fuck. Will ich, dass Bücher so billig sind? Die haben jetzt hier diese Umtüllung, haben die auch anders gemacht. Finde ich ein bisschen geil. So, also der triggert auf jeden Fall nicht schlecht. Das Ding kann ich auch hier unten hin tun. Und die sind beide schon mal im Rucksack drin. Dann habe ich hier noch eine Torch. Und dann habe ich jetzt hier ein Schwein, was einfach nur rumliegt. Ich glaube, ich muss das so machen, Leute. Ach du Scheiße. So, da ist nochmal ein Rabatt. Also das müssen wir jetzt holen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich ein Kleeblatt übersehen habe. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich Kleeblatt... Ah, nee, 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 nee. Oh, Gott sei Dank. Nee, stopp! So. Und warte mal. Also... Das geht so nicht. So geht das. Und meinetwegen so hier noch. Scheiße. Ah, nee, das ist auch kacke. Diese Fackel ist so useless. Okay, wir müssen die verkaufen. Die Fackel ist, also das ist absoluter Schmutz. Ja, wir müssen so machen. So, bringt das nebeneinander irgendwas? Nee, ne? So, das holen wir uns auch noch und das auch. Und dann wird das hier die Holy Shit Scheiße und dann hoffentlich macht die, also dann gehen wir full stacheln. Gehen wir full stacheln und hoffen, dass kein Ripstar kommt. Ey, ich tilte! Nee, das zählt nicht. What the f... Also das geht nicht. Aber wir locken es trotzdem. So, zweimal den, einmal das. Wir locken den jetzt... Also nee, das habt ihr euch verdient. Wobei, nee, einmal kann ich auch. Das habt ihr euch verdient.
Sei doch selber schuld. So, Doppelschwert ist... Ey, komm, das ist ein HP, das ist so unlucky. Nö, ihr kriegt jetzt wieder den AD-Gugold. Außer es kommt jetzt eine Karotte. Nö. Also ich baue die neuen Sachen. Ja, guck mal, gewonnen. Siehste? Das war noch meine schwache Phase. Ich sag's wie immer. Also ich sag's jeden Tag. Ne? So. Jetzt problematisch. Jetzt haben wir hier oben Probleme. Jetzt werfen wir hier einen Stein. Also, das geht aber auch nicht. Also, es geht nicht. Ah, was machst du? So. Okay, also ist nicht das Beste, aber ist okay. Ist okay, ist okay. Ich würde gern so ein Stachelbild euch präsentieren, Leute. Also, I try. Aber es ist nicht leicht. Wenn der Gubot da um die Ecke kommt. Der wurde auch nur genervt, ne? Guck dir den an. Jetzt ist auch zu spät. Also, der... Jetzt müssen wir mit dem Essen hantieren. Boah, ist das traurig. Gubert traurig. Aber vielleicht kommt jetzt ja noch ein Trank. Wir müssen ein bisschen auf Glück setzen. Wobei, das wird nichts. Also hier hilft das ganze Glück der Welt nicht. So, jetzt wird's besser. Es wird besser. Listen and repeat. Nee. So. Zwei Damage mehr. Eine schwache Phase noch. Das sieht gut aus. Das ist ein bisschen giftig. Ey, komm, wir werden doch auch stärker. Das ist doch scheiße. Das ist unfair. Guck mal, das ist jetzt so viel besser. The hell? So, ich weiß noch nicht, was ich mit der Karte da verbindet. Weil ich weiß es einfach nicht. Can't tell. Bitte. Nee, jetzt nicht so was Kratziges. Guck mal, wie der reinhaut, wie früh. Oh, der Schild. Nee, das ist doch shit. Aber ich heule wirklich. Ich habe versucht ohne Wein, aber ich muss. Ich muss weinen. Weil ich nicht das kriege, was ich mir hart erarbeitet habe. Nee, ich muss das hier hin tun. Ach, ich bin so dumm. So, was hat er? Er hat nichts. Ich kann, also gegen den kann ich ja wohl nicht verlieren. Der hat ja aufgegeben. So, jetzt möchte ich bitte was haben. Das ist was, aber... Nicht was Gutes. Unbedingt. Also ist gar nicht gut. Ich muss jetzt den Pfeil da irgendwo hin tun.
Diesen Kackpfeil. Oh nee. Guck dir das mal an, wie viel es hier. Wie viel hier rumleckt. Oh, das sind. Ah, die beiden verschmelzen sich. Oh, das ist cool. I guess. Platin. Platin-Promo-Card. Boah, Leute. Oh, nee. Was ist das? Das machen wir nächste Runde. Ihr seht das nächste Runde. Ich brauche unbedingt diesen Trank, Leute. Ich brauche ganz dringend diesen heftigen Trank. Ich meine, der hat jetzt aufgegeben. Okay, also läuft nicht gut. Das läuft terrible. Terrible, terrible, Tyrannus. Tyrannosaurus. Und dann brauche ich ja eigentlich noch Glück. Irgendwer braucht ja noch das Glück. Ich muss die ganzen Knoblauch-Dinger wegtun. Was soll ich mit dem Knoblauch machen? Guck mal, der Arrow, der zeigt ja nicht mehr auf was. Leute, das geht so nicht. Guck mal, ich bin einfach tot. Nee. Also wir spielen jetzt, ich schwöre, wir spielen jetzt ordentlich. Wir haben, also, Gubert, lass mich jetzt. Gubert, lass mich in Ruhe, du. Du Arsch. So. Wir spielen jetzt erstmal den Speer. Der hier völlig useless ist. Wir hätten gewinnen können, aber war unglücklich. So. Dann machen wir hier einmal das Ding und das Ding. So. Ist trotzdem ein guter Speer. Wenn jetzt jemand Rüstung investiert hat, win. So. So. Win. Ist ein Win. Wir müssen ja die Early Wins holen. So. Dann haben wir jetzt das Gerät und die Fackel. Und noch ein Schnapper. So, und jetzt haben wir nochmal Attack Speed. Attack Speed. In Combination mit Shit. Okay, ist Shit. Oh, guck mal, der ist runtergerutscht. So, also das macht sich zu einer Torch. Das ist okay. Wir haben immer noch sehr viel Durchdringung. Genauso soll es sein. Die wir wieder nicht brauchen. Oh, das war aber gut. Ich weiß nicht, woher jetzt der Schaden kam, aber es kam plötzlich. So, dann haben wir eine Torch. Die Torch weiß ich immer noch nicht, wie ich die anzünde. Ich habe still no plan. How to ignite the Torch. Und das ist ein Schnapper. Den müssen wir einfach holen. Die Banane ist eigentlich auch wertlos. Leute, das also ist schlimm. Du musst auch Glück haben. Doch, es ist ein Glücksspiel. Ey, gestartet. Boah, das ist Gift, Gubert. Leute.
Aber der kriegt aufs Maul. Also das Gute am Speer ist, er startet mit sehr viel Damage. Hat leider aber übelste Schwankungen. Also 2 bis 8 ist... Das ist gefährlich. So, das ist ein früher Drache. Was ist das denn? What the hell? Was ist das denn? Also entweder die Torch geht jetzt schon an oder der platzt jetzt. Das wäre natürlich cool. So, der hat nicht mal eine Waffe. Der hat nur Stacheln. Das ist unangenehm. Stacheln und echt viel Lebensränge dazu. Cool. Start of battle. If you have at least gain 2 damage instead. Boah, 15. Bruder, wie soll ich denn... Also wir können ein Feuerbild machen mit dem Drachen. Leute, ein Feuerbild mit dem Drake. Und dann vielleicht noch Karottengubert. Würde ich als potenzielle Potential sehen. Als sein potenzielles Potenzial. Oder nicht. Und dann wechseln wir die Waffen aus. Also ich glaube, jetzt den Drachen als nächstes zu haben, ist schon extrem geil. Und ich glaube, der Gugurt gibt ja auch nochmal ordentlich On-Hit. Also ordentlich AD, das war sehr knapp. So, da ist er. Der verbraucht ja auch nichts. So, dann haben wir hier nochmal die billige Karte. Noch einen billigen Glücksboy. So, und das heißt, wir drachen jetzt durch die Gegend. Also der ist jetzt ignited. Die Frage ist, also, was gibt es denn noch Feuriges? Es gibt, also wie gesagt, das habe ich doch jetzt freigeschaltet, oder nicht? Ist das jetzt freigeschaltet? Warum ist das noch nicht zu sehen? Das ist doch wack. Ja, manchmal geht das hier nicht ganz auf. Aber meldet ja auch erstmal nicht. So, dann machen wir das Ding, damit wir erstmal jetzt einen aktuellen Power Spike haben. So, und dann ist natürlich die Frage, puh, Lifesteal oder nicht? Oh, da ist ein Ripsaw, das hätten wir jetzt hart verloren. So, der Drache macht Arbeit. Ist ja cool, wenn man durch den Drachen eine Runde sparen würde. Oh, das ist nicht schlecht. Also es ist günstig, ne? Es ist geschenkt. Geschenkten Maul. Geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. So. Der Drake. Auf den Drake hätte ich schon sehr viel Bock. Auf den hier. Der ist ein bisschen langsamer eigentlich, ne? Aber so günstig. Ist er eigentlich ziemlich gut. Nicht das Ding hätte ich aber sonst verlegen müssen. Ja, also wir machen ordentlich Damage. Jetzt haben wir Karottengubert. Den haben wir jetzt einfach. Karottengubert. Dann haben wir diesen Trankboy. Wir haben immer noch den Speer, by the way. Dieser scheiß Speer.
Dann machen wir so. Da müssen wir eigentlich den Arrow bezwüseln. Wir können so machen. Aber der Speer crittet jetzt auch. Puh, wir machen mal ein bisschen höher den Bums. Machen wir den Bums ein bisschen höher. Dann machen wir das Ding machen wir dahin, damit die Wahrscheinlichkeit einfach steigt. So, dann haben wir den Trank. Der Trank verschmilzt sich mit der Banane. Und der Gubert. Der Gubert muss jetzt richtig arbeiten. Bei den Gubert werde ich auch verschmelzen mit dem hier. Können wir den Gubert eine Stufe tiefer tun? Aber dann ist das auch lost, ne? Wobei, so schlimm wirkt das jetzt gar nicht. Das wirkt schon eigentlich ganz gut. Ja, also der Speer muss gehen, Leute. Huch! Bist du dünn? Der Speer muss, Bruder muss los. Also, oh, das ist sehr viel Rüstung. Da ist der Speer natürlich schon nützlich. Wow. Okay. Also jetzt ist Schluss. Jetzt ist ein Full Matteo. Das geht nicht. Das ist jetzt nicht mehr diskutabel. It's undiscutable. Ripsaw und der Typ. Vereint. Ans Ende aller Tage. Also, der Trank chillt hier. Die Torch. Die Torch muss gehen. Ja, die Torch ist nur noch ein Problem. So. Und dann können wir hier hingehen. Und dann irgendwie so. So. Dann wäre eigentlich der Traum das hier. Aber den würde ich eigentlich gerne zum Auslösen auch benutzen. Also der Drache sollte eigentlich schon... Scheiße, wir müssen nochmal Matteo nehmen, sorry. So, also der, ich bin immer weiter gerückt, ne? Also im Prinzip ist der Traum... So. Und so. Also das muss. Hatte ich ja irgendwie schon, oder? Der Drache hat das Ding ja ausgelöst. So, dann haben wir den hier. Dann brauchen wir hier das Schwein. Oh, eins weiter nach da wäre geil, ne? Weil das Ding ist sehr schnell, das ist gut. Entweder gut für ihn. Quasi so hier. Weil Gubert brauchen wir auch. Gubert muss uns sehr viel geben. Gubert muss uns extrem viel geben. So ist gut. Aber so löst das Ding hier nicht aus, ne? Und so ist der nicht drin. Oh, ist das scheiße, Mann!
Mach doch mal die Augen auf. So, okay. Also ideal. Ideal ist definitiv etwas anderes. Noch mehr Glück nehmen wir. Wir wollen am Anfang so oft wie es geht critten. Also ich denke, damit sind wir schon sehr gut. Der Drache wird super, super hilfreich sein. So, und gegen Ripstar-Build, wir klauen den die ganze Zeit das Leben. Da sind wir schon ein harter Counter. Und da sollten wir, denke ich, auch zufrieden sein. Und das ist auch Banger. So, da ist noch ein Trank. Und da ist noch ein Bogen. Also den Bogen. Den Bogen holen wir uns jetzt. Wir holen uns den Bogen und das Ding. Und dann stellen wir das alles in schön. So, das tut ein bisschen weh. Oh, so close, weil ich eigentlich gewonnen habe. Okay. Jetzt geht los. Jetzt kommt noch der Bogen ins Spiel. Wodurch sich der Typ auf jeden Fall verabschieden muss. Wie mache ich das hier? Excuse me. So. Guck mal, jetzt machen wir es so. Also, das hier ist gut. Dann der Drake. Der Drake ist zum Aus... Nee, der Drake crit ist sogar mid. So, dann müssen wir theoretisch... So machen. Wir müssen so machen. Also es kann nicht sein, dass ich die Attack Speed das geht nicht. Das muss schon irgendwo sinnvoll hin. Also dann wenigstens so. Okay, jetzt haben wir noch was zu trinken. Das Trinken muss natürlich trotzdem hier so hin. Hoch. Das Trinken muss dahin. Das Lifestealt, aber es ist noch nicht so worth. Grün, zackt, aber das ist gut. Den Ring können wir dann hier hinsetzen. Okay? Okay, das ist kein schlechtes Bild. Wir haben noch zwei Leben. Das ist ein Opfer. Der hat sehr viel Lifesteal. Also der hat sehr viel Regeneration, aber das nehmen wir ihm alles weg. So, der hat leider Tränke. Oh, unsere Tränke triggern zu langsam. Unsere Tränke triggern zu langsam. Wir haben leider wie in meinem Sexleben zu viel Ausdauer, Leute. Das ist einfach too much. Das Ding ist on sale. Also wir können jetzt völlig krank sein und den einfach holen. Und wirklich sagen, yo, wir gewinnen halt morgen. Dann gewinnen wir halt morgen. Doch, das schaffen wir. Wir haben jetzt einen übelsten Bob als Gegner. Pass auf. Oh, shit. Ja. Erste Runde. Was ist das? Heatstone. Can be thrown. On hit. Weapons gain 8 Damage. Boah, das ist übelst gut. Das ist ziemlich gut. Can be thrown once per battle. Das ist übel stark. Das ist richtig stark. Machen wir mal den hier. Also
Also eigentlich wäre der Traum, das also so hier noch zu machen, ne? Scheiße. Oh, das sieht nach einem echt guten Late-Game-Bild aus. So, der hat sehr viel Lifestyle. Oh, huhu! Müssen wir weitermachen. Müssen wir weitermachen, weil ich will gucken, wohin es geht. Ich will gucken, wohin es geht. Jetzt kommt auch langsam Lifestyle ins Haus. So, und jetzt haben wir den Drachen. Also jetzt kommt... Jetzt kommt ja erst die starke Phase. Premium-Card gönne ich mir auch. So, dann nochmal Luck. Luck for basically free nehmen wir auch. Und die beiden Dinger brauche ich auch. Okay, wir haben sehr viel, also wir haben sehr viel. Oh my God, wie heiß, was ist das denn? Oh, das ist so close. Komm. Ah, das ist so close. Oh, das war so close. Aber was hat er gemacht? Er hat diese krasse Kohle. Was, wie geht das? Wie geht das? Ja, wir müssen das jetzt hier alles so ein bisschen umbauen, glaube ich. Wir sind, glaube ich, trotzdem noch mal Full Matheon. Bruder, da sind Lücken. Da sind ein paar Zahnlücken, du. Eieieiei. Eieieiei. Okay, also das war actually gut. Okay, wir müssen mal ganz kurz nochmal einen Beutel suchen. Oh, das ist gut. So, das Ding brauchen wir. Die beiden machen wir weg, weil die werden wir nicht mehr benutzen. Das wird nicht mehr passieren. Wird nicht mehr passieren. So. Dann haben wir hier sehr, sehr viele Drachen. Sehr viele coole... So, ich meine, das Ding haben wir jetzt einfach, ne? Was sollen wir da machen? So, was macht die hier eigentlich? Deflects a debuff for each legendary no unique item. Cool. Deflects a debuff. Legendary, unique, or godly. Ooh. Das ist cool. Increase to find it by 3%. You can only obtain one unique item. Ja, das ist ja krass. Noch ein Drache. So, okay, also alle sind im Crit, nicht, also nicht alle, aber sind genug im Crit-Rucksack. Und ich hoffe, dass der Schild hier übelste Arbeit macht. Dass der Schild so ein bisschen Stamina kostet. Ich brauche halt rote Steine.
glaube, das Late Game gewinne ich, aber ich brauche rote Steine. Das ist kein, also wo? Da, genau, das ist roter Stein. Also wir brauchen Healing. Wir brauchen unfassbar viel Healing. Eine Tröte. Boah, also Value-Tröten sind es auf keinsten. Scheiße, habe ich das Ding wirklich geholt. War aber teuer. Okay, also Value haben wir hier nicht bekommen. Es ist immer noch schwer. Wir brauchen immer noch geile Kristalle. Wir heaten auf jeden Fall ordentlich hoch. Oh, ich habe mich eigentlich so wohl gefühlt, Leute. Na gut. Also es war peinlich, aber wir haben ein paar neue Sachen gesehen. Wir haben jetzt die Premium-Card. Und beim nächsten Mal gucken wir das Ding und... Aber das hier... Ich dachte, die hätte ich auch geschafft. Na gut, haut rein, tschüss.